So, moin ihr Lieben, ich stehe hier mal wieder vor meiner Fliesenwand. Ich habe in letzter Zeit häufiger zwei Anfragen eigentlich bekommen dazu. Das eine ist, Nico, wir wollen unsere Fliesen streichen. Wie können wir den Fliesenlack, der drauf ist, entfernen? Oder Nico, wir wollen unsere Fliesen streichen und können wir den Lack später auch wieder entfernen? Genau, jetzt habe ich so ein bisschen recherchiert für euch, habe auch in meinen eigenen Unterlagen geschaut und habe gesehen, damals, als ich hier im Schweiße meines Angesichts die Fliesen lackiert habe, den alten Lack runtergemacht habe, habe ich ein kurzes Video dazu gemacht. Ein sehr amüsantes Video letztendlich, also ja, mein Style damals, ist ewig her, bisschen zum Fremdschämen, würde ich jetzt heute sagen. Vielleicht sage ich aber das aber auch in einer Tabelle mit dieses Video, wer weiß das schon so genau. Ich will es euch nicht vorenthalten, weil es hat durchaus wichtige Informationen und ist auch einfach derbst amüsant, meiner Meinung nach. Im Zuge meines Küchenverschönerungsprojektes bin ich auf diese Fliesen hier gestoßen. Ich würde sagen, relativ hässliche alte Fliesen plus überlackierte, noch hässlichere Verschönerungsversuche meines Vormieters. Bedeutet für mich verdammt viel Arbeit. Ja, leider einfach überstreichen geht nicht. Dazu ist es einfach viel zu fettig alles, muss gereinigt werden. Und wenn man es anfängt zu reinigen, fängt sich an, dieser Lack leicht zu lösen, aber leider nur leicht. Er geht nicht komplett runter, sondern sieht grauenvoll aus. Also wenn ihr Fliesen von Fliesen Lack befreien wollt, erstens müsst ihr Glück haben, dass es Acryllack ist. Wenn ihr so zwei Komponenten Lack drauf habt, habt ihr, wenn ihr keine Chance haben, den runterzubekommen, oder? Ich kenne keine Chance. Acryllack ist auch scheiße, aber es geht zumindest runter. Was ihr dafür braucht, ist Universalreiniger. Ich nehme noch einen Kratzschwamm dazu, einen normalen Schwamm und ein Stemmeisen oder ein Spachtel oder sonst irgendwas. Und tue nach und nach Universalreiniger auftragen, aufkratzen, damit der Universalreiniger ein bisschen einzieht in die Farbe. Dann ein bisschen drüber waschen, ein bisschen Stemmeisen, wieder drauf mit dem Universalreiniger wieder kratzen. So fängt langsam an, die Farbe nicht zu lösen. Es ist viel Arbeit und es macht eine unglaubliche Sauerei. Also die Wand drunter müsst ihr danach halt streichen. Aber wir sind ja Heimwerker. Ich habe jetzt in meinem Küchenumbauprojekt habe ich gedacht, naja, so in einer Stunde habe ich die Fliesen ungefähr gereinigt. Ich bin auch nicht mehr beim Reinigen, ich bin noch beim Acryllack entfernen und sind 3 Stunden um. Von dem her, habt genug zu trinken dabei und genug gute Laune, genug Musik, dann schafft ihr es auch. Alles klar, viel Spaß. So, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen amüsiert. Ihr habt aber auch ein bisschen was gelernt dazu. Eben auch selbst Acryllack ist ätzend, wieder von den Fliesen runterzumachen. Trotzdem, es gibt im Grunde genommen meiner Meinung nach 3 Möglichkeiten. Acryllack kann man wieder runtermachen, wie ihr gesehen habt. Hebt aber auch nicht so wahnsinnig geil. Also vor allem in der Küche mit Fetten im Bad, mit Feuchtigkeit, würde ich eigentlich von Acryllack abraten. Es gibt Einkomponentenlacke, Kunstharzbasis. Bekommt ihr mit einem Abbeizer wieder weg, ist aber noch aufwendiger als mit Acryllack und noch chemischer wie ja, diese Lösungsmittel, die ich jetzt verwendet habe. Und dann gibt es diese 2-Komponenten-Lacke, wie ich sie verwendet habe. Epoxidharzbasis geht auch mit dem Abbeizer weg, ist aber noch chemischer, noch schwieriger. Von dem her, redet mit eurem Vermieter. Ich würde die Epoxidharzlösung jederzeit wieder nehmen. Hält einfach bombenfest, wenn man so auf diese 1, 2, 3 Fehlerchen achtet, auf die ich im zweiten Video oder im anderen Video eingehe. Genau, und du musst den Fliesenlack ja gar nicht mehr runter machen eigentlich. Also ich habe den ja nur hier runter machen müssen, weil es Acryllack war und der blättert halt leicht ab und dann kannst du nicht einfach drüber streichen. Wenn du aber 2-Komponenten-Lacke hast und die halten Bombe, dann kann ich mir auch, wenn Grellgrün der neueste Shit ist, die Saisonfarbe Senfgelb, dann mache ich halt mir die Küche Senfgelb, gehe einfach mit neuer Farbe über den alten 2-Komponenten-Lack drüber. Und dann hat sich das Thema mit Farbe Lack runter machen, ne? Nö, als ob ich Hamburger wäre. Genau, so viel. Eine Sache noch in privater Sache, oder was ist privat? YouTube. Wenn ihr informiert werden wollt, wenn ein neues Video von mir rauskommt, dann reicht es nicht mehr, einfach nur meinen Kanal zu abonnieren, sondern, also müsst ihr natürlich trotzdem machen, logisch. Aber jetzt müsst ihr irgendeine Glocke, irgendwo ist eine Glocke, ich recherchiere das, da drauf drücken und dann werdet ihr immer informiert, dann macht es immer kling, Nico hat ein neues Video. Und euer Wochenende ist gerettet. Und meins dann auch. Alles klar. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt mal ein schönes Wochenende und viel Spaß bei allem, was auch immer ihr tut. Ciao.